Hordentime, liebe Leute, wir haben den Tag 28, 20 Uhr und 34 Minuten, jetzt 35. Und ja, Atromix ist dabei, der hat ein bisschen Angst. Ja, klar. Der muss sich noch Mut anhängen. Dann habe ich Watzi dabei, der nur noch mit seiner Knifte rumläuft. Hallöchen, ja, was Neues. Ja, Luxo, der sich im Keller verkriecht. Mahlzeit, gar nicht, der steht auf der Mauer und zittert. Sag ich doch. Ja, und ich mit der Nagelpistole ohne Munition. Mein Name ist Adarum. Und es geht los. So, für diejenigen, die sich wundern, noch kleine Zwischendings. Wir haben kurze Zeit nicht aufgenommen und dafür hat Adarum, glaube du, war die Scheinwerfer. Ja, genau. Kurze Pinkelpause und so weiter. Und ich habe hier drin die hingestellt, weil ich weiß nicht, ob es wirkt, aber wir haben ab und zu mal Zombie-Spawn hier innen drin. Und das ist nicht gerade vorteilhaft, wenn wir hier gerade gemütlich uns zurückziehen wollen. Und auf einmal, da kuschelt ja ein Zombie mit mir. Ja, also die Mauer ist leider nicht fertig geworden. Ja. Na ja, und demnächst sollte die Welle eintreffen, ne? Wer hat denn jetzt die Frames hier an der Seite weggenommen? Welche Frames? Welche Frames? Zur Brücke rüber. Ich weiß es nicht, aber ich habe noch welche in der Tasche. Kannst du gleich wieder zwei hinsetzen. Wieso wieder? Also bitte, als ob ich es gewesen bin. Sonst hat man keinen Anlauf. Achso, es ist quasi die Startbahn, ja? Ja. Kannst ja mal ausprobieren. Nee, nicht jetzt, weil ich habe noch, bevor ich da beendet habe, unten noch ein paar Spikes vor die Tür gesetzt. Hatten wir irgendwo Repair-Kits? Wo sind die hin? Hammer. Hammer? Ja, Munitionskisten. Ja. 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 Brauch mal welche. Wer stöhnt denn hier schon wieder? Atromix wieder, wa? Watzi? Nein, erzähl nicht. Nein, warum soll ich stöhnen? Weiß ich nicht, irgendwer hat mich hier gerade angestöhnt. Oder hab ich gestöhnt? Nö, ich glaub nicht. Okay, haben wir noch Tee? Okay. Haben wir eigentlich irgendwo Klamotten? Ja. Neben dem Campfire, links die Kiste. Aha, das brauchen wir. Also Repair Kits können wir noch ein paar herstellen, ne? Für die Waffen. Ja, müssen wir ja auch, weil wir jetzt mehr auf Schusswaffen aus sind. Und das? Ja. Hunger! Was zu essen? Ja, im Kipfer. Ja, ja. Oh, wir brauchen Kiste. Inzwischen in der Kiste. Wir haben nicht genug Öl da. Öl. On load geht's! Ich höre da schon was kreichen. Warte, hier raus da, geht los. Mach die Tür hinter dir zu. Ja. Oh, Hunde. Aus dem Osten kommen sie. Kommen die immer nur von einer Seite? Nee, oder? Nicht schon, ja. Und denkt daran, die Spucker, dass sie ausreichen. Die machen unsere Rampe kaputt. Ja, die wurde auch nicht mal verstärkt, oder? Wollten wir auch nicht. Ach, wollten wir nicht. Okay. Also, spart die Munition, lass die erstmal hier durch die Spikes laufen. Außer bei den Spuckern, dass er da vielleicht. Sogar waren die Polizisten, ne? Ja, die Bullen. Die hässlichen Fetten. ACAB, ne? Im Arsch geschossen, in den Arsch. Lock du mal ein bisschen weiter, hier zu mir rüber oder so, dass die, in die neuen Spikes auch reingehen. Ich will durchziehen. Die feralen Zombies lohnen sich immer, weil die immer sehr geile Loot haben können.
War aber eine kurze Welle, wa? Noch gar nicht durch. Ja, da hinten an deiner Rampe stehen noch ganz viele. Oh, bin tot. Bloß zwei. Ich fall auch noch runter, nein. Ja, wenn du eh tot warst, ist doch eh egal, oder? Ob du runter... Ja, die beschieße ich gerade schon, aber ich treffe ihn. Kam von hinten. Die kam von hinten. Ja, von angeflogen. Eine Biene? So, ja, eine Biene. Eine flotte Biene. Eine ganz flotte sogar. Ach da. Bin ich so blöd oder treffe ich da einfach nicht? So, ich hab's nochmal runtergeholt, ja. Ja, ich merke das schon. Du kannst mit den Fäusten treffe ich echt besser. Ach, da kommen dann noch ein paar. So ist das schön. So ist schön. Die klatschen gerade die Tür, die Spikes vor der Tür sind alle weg. Deswegen solltest du ja wegkommen da. Gut, ich gehe schon. Ah, kein Stahl. Scheiße. Wolltest du nicht eben noch welchen machen? Ja, ich hab aus dem aus Macht der Gewohnheit verbraten. Geh mal kurz da hierher. Komm. Keine Sorge. Jetzt für Sorge. Hier müssen da irgendwo Kreicher sein oder so. Also die Tür. Das wollte ich ja gar nicht reparieren. Macht der Gewohnheit scheiße. Ja, dann geht doch mal woanders hin und bleibt nicht immer an der Rampe stehen. Dann gehen ich stehe ja hier hinten. Hier hinten auch. Ah, jetzt kommen da noch ein paar. Oh. Warte. Hier. Okay. Hast du? Ja, hab ich gemacht. Hast du bekommen? Was hast du denn hingeschmissen? Meine Armbrust. So. Na, Armbrust hab ich ja. Meine Munition ist gerade alle. So. Wie war die Taste nochmal? Challenge complete. warte. Ich geb dir welche von mir ab. Nee, neu zu laden. Was war das für eine Taste? R. Ah, da haben wir sie doch. Jetzt. Genau, welche? So, alle kaputt. Nee, da hinten kriegt noch was, es kommt angekrochen. Ich glaube, es war mutig. Oh, hat Tromix seine Armbrust leuchtet. Ich? Soll mich anlocken damit? Ja, Tatsache, zwei Stück noch. Da laufen bei mir irgendwie noch 4, 5. Ich sehe bloß zwei ankriechen. Nee, da hinten sind auch noch ein paar. Na, vielleicht ist dein Gamma höher oder sowas. Oder ich habe einfach bessere Augen. Niemals! Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Haha. Ach, klick. Klick. War das vorhin? Die reichen auf jeden Fall. Naja, die 30 Dinger, wa? Ey, ich hatte 64. Ist da schon irgendwer unten? Ja. Ja. Da haut einer schon die Zombies kaputt. Wo ist denn dieser? Da ist immer noch einer. Ausgekrochen. Los, Treff! Los! Oh, die Polizisten haben ja gute Sachen bei, wa? Unter anderem, ja. Naja, da knurrt noch irgendwas.
Dicht vor mir. Sprich doch mal. So, alles weg. Da hinten ist immer noch was. Hier graben sich zwei Zombies ernsthaft durch den Dreck. Achtung, da kommt mal was angerannt links. Das hast du aber schön gemacht. Habe ich getroffen oder was? Hast du getroffen? Sauber. Oh, der brennt sogar. Dabei. Oh, Lied. Tatsache, Alter, haben die sich hier runterbuddeln wollen, die Schweine. Mining Helm bekommen. Ah, oh, Öl, sauber. Trinken. Das anhört. Ja. Appetitlich, oder? Lecker. Ich krieg Hunger. Auf jeden Fall. Noch mehr Öl. Wir kommen hier nicht durch. Den Penner hier. Einer Zombie, der nichts dabei hat. Kommst du ran? Ja, aber. Ja, dann war's mit dem Looten. Sehr schön. Also Spikes reparieren. Nicht reinlaufen. Oh, hier rechts noch. Der Watzi war ja auch schon fleißig. Ja. Natürlich, Watzi ist doch immer fleißig. Auch wenn es so aussieht. Oh. Ja, das war auf jeden Fall erstmal eine kleine Mini-Rolle. Also kein Wahnsinn, eigentlich. Also wenn jetzt noch Chris und Alex dabei gewesen wären. Wäre die Horde noch riesig ausgefallen. Wieso, passt sie sich den Spielern an oder ist die Anzahl der Spieler? Ja. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Knochen brauchen wir nicht. Aber den Flash wollen wir auch nicht haben. Oh, ich habe eine Sword aufbekommen, fertige. Ah, nett, nett, nett. Gleich in die Waffenkiste damit. Und jemand steht hier rum. Ich glaube, Atomic stören die ganze Zeit, wa? Das ist nicht Irex, ja. Ja. Dann pfeift die da rein, egal. Ich glaube, ich stand gerade in dem Spike drin, den ich repariert habe. Lootest du? Nein, nein. Er hat ja nicht seine Tage. Nee. So. Außenraum, einmal außenraum. Nicht irgendwo. Mining Helm. Ja, die Kisten müssen wir auch unbedingt mal aufräumen. Ey, wenn ich noch einmal diese blöden Knochen aufsammle, dann esse ich sie auf. Essen. Bei komme ich nicht. Ah nee, aber da. Was crappen. Auch da rein. Das Blatter.
das Öl mal hier mit zu. Oh. Ah, warte, du hast doch keine Munition mehr, ne? Ja, muss wieder neue machen. Ne, hier in der Munitionkiste sind noch welche. Sehr schön. War nur 51, aber besser als gar nichts. Ja. Das muss da rein. Ah, da waren noch die Mining-Helme, sag ich doch. Irgendwann noch welche gehabt. So, Medizin. Wo die reingepackt werden. Ja, das war erstmal die erste Nacht. Das hat wieder Spaß gemacht. Oh, eine Shotgun habe ich gefunden. Eine 500. 30er. Yeah. Ja, was hast du da eine neue Waffe? Oder? Und was habe ich noch gefunden? Das hier. Kann ich das anziehen? Mhm. Ist aus? Wie sieht das aus? Yeah. Scheinbar gut. Das gar nicht? Die Weste oder was? Schon. Ja, du hast die auch schon. Ich habe die schon von Anfang an, ja. Ja, Mach mal am besten ein bisschen die Lampen auf, weil es total übersteuert ist. Wir brauchen Clay. Was, Clay? Ja. Wir brauchen. Wir brauchen. Und dafür. Warte, sag ich gleich. Hier war es nicht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Was? Wir haben nur noch einen Honig? Nee. Wir haben den ganzen Honig gesüffelt. Wir haben 15 Mal Honig. Wo denn? Eine Essenskiste. Was ist denn eine Essenskiste? Aber jetzt die. Mach mal am besten gleich in die richtige Kiste hier rein. Ja, ich bin schon am Umlagern. Ich wollte schon sagen, wir hatten doch so viel Honig. Ja. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Clay. Das heißt, einer sollte losgehen, Clay besorgen oder zwei, damit es schneller geht. Also wieder mal auf 3.000 bis 4.000 kommen. Was machen wir mit dem Clay? Wir wollen einen Clay. Brunnen bauen. Eine was? Einen Brunnen bauen. Ach, einen Brunnen, okay. Ja. Da kommt schon wieder was angelaufen. Aber ich muss mich jetzt langsam fertig machen. Hier kommt was angelaufen. Oh. Wollt ihr mich verarschen hier? Draußen. Himmelsrichtung? Draußen halt. Richtung Sonne. Norden. Richtung Sonne, genau, immer der Sonne nach. Ich bin gestern irgendwo reingelaufen. Hier ist nichts. So, ich gehe dann mal los und buddel ein bisschen nach Clay. Wer hat hier hinten eigentlich dieses komische große Feld gebaut? Ach so, das ist hier euer komischer Ausgang, wa? Ja, da kommt eine Garage. Ah, okay. Oh! Das nehmen wir doch mit. Ein bisschen Nitrat an die Hand. Da wird's doch keiner beschweren. Wollen gerne looten. Da muss der Watzi bluten. So.
Ja, ein bisschen buddeln. Also. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das letztens gesehen hatte. Da hatte ich das jetzt so drei gesehen. Und da haben die Leute sich doch so ein bisschen beschwert, dass man immer nur am Basteln und am Buddeln ist und kaum Action hat. Ja, Leute, da muss ich aber sagen, weißt du, das ist so meine Meinung. Das ist ein Survival- und Crafting-Game, das gehört dazu. Ja. Wo ich mir sage, das wäre wie bei Creativeverse, Minecraft oder so, wo man sagt, hör mal auf zu arbeiten, um was zu bauen. Ja, richtig, gehört einfach dazu, oder? Ja. Natürlich ja, ist es nicht das Spannendste zuzugucken, aber. Genau, aber ich würde sagen, das ist vielleicht nicht so spannend. Wenn man selber am Basteln ist, hier mal einen Frame setzen, da vielleicht mal einen Block und vielleicht da mal eine Schräge und hier, das, na, wenn man so selber dann involviert ist, macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Das ist doch spannender. Sich selbst. Und könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zum Thema ja, Basteln und Bauen und Buddeln und so weiter haltet. Also wir hatten zum Beispiel einmal eine Folge gehabt, wo wir eine alten Base, Irix, Luxor und ich, nur Stein abgetragen haben. Eine ganze Folge lang. Das ist richtig, ja. Und man kann ja nicht immer nur jeden Tag eine Horde zeigen. Wäre auch langweilig. Wir versuchen natürlich, so gut es geht, abwechselnd zu kriegen, mal gehen wir mal looten, mal buddeln wir, dann, keine Ahnung. Das ist ja gerade das Schöne auch, dass wir mit mehreren Leuten aufnehmen. Da kann man mal immer beim anderen gucken, wenn Luxor jetzt mal als Beispiel jetzt sagt, ja, ich gehe mal mit Watzi jetzt zum Friedhof. Dann sage ich zum Beispiel, ja gut, dann gehe ich hier buddeln. Also ich buddeln nicht so zusagt. Ich werde aber mal anderen schauen. War das gerade in-game das Bellen? Oder? Nee, nein, das war bei Watzi. Okay. Dieser alter Bella. Ja, er ist wieder gesund, der Hund. Sehr schön. Was hat er? Der hat hinten was am Hinter. Und so ein Extrem hat er gehabt. Musste gemacht werden. Ah. So, Repair-Kit stelle ich mal 30 her. Ja, sehr gut. Haben wir noch so viel Öl gehabt? Ja, ja. Hier in der anderen Kiste haben wir jede Menge. 200 oder so. Recht. Oh. Ich raus. So, und ich würde auch fast sagen, das war's denn wieder, wa? Ja. So. Du bist dran, Atta. Wie habe ich hier so gebuddelt? Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen haben sollte und ja, und so weiter, ihr kennt das Prozedere, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das da lassen würdet. Ein Däumchen oder natürlich auch ein Kommentärchen oder natürlich auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Natürlich auch jeweils bei den anderen, die in der Beschreibung stehen von dem Video. Einfach mal draufklicken. Auch dort die Sicht anschauen und auf jeden Fall. Entschuldige, ich wollte dir nicht ein Wort fallen, erzähl ruhig. Und auf jeden Fall auch dort mal ein Däumchen und so weiter da lassen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder und dann würden wir sagen, wir freuen uns auf euch. Haut rein, Leute. Macht's gut, tschüss. Und wir sind hier gerade einer Kreicherin entgangen. Die ist zum Glück in die Spikes gerannt, bevor sie gestorben ist. Ja, nur weil ein totes Biest. Ja. Tschüss. Tschüss.